Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Elder Scrolls Online-Freunde. Mein Name ist Sirius und wie man vielleicht an meiner leicht angerauten und angekratzten Stimme hören kann, nehme ich das heute unter erschwerten Bedingungen auf, denn ich hatte gestern Geburtstag, uli uli. Vielleicht hat ja der ein oder andere irgendein komisches Video davon auf YouTube rumgeistern sehen, denn irgendwie habe ich das Gefühl, mindestens 27 YouTuber, die auf meiner Geburtstagsparty waren, haben gefilmt und das alle hochgeladen. So. Ganz egal, wie dem auch sei, wir sind immer noch Stufe 14 und wir sind in der Zahnbrecherinne und das werden wir jetzt ganz einfach mal weiter zocken. Vermutlich werdet ihr jetzt links unten erstmalig diese blöde Anzeige sehen von dem Action-Aufnahmeprogramm. Allerdings ist es so, dass man das bei Desktop-Aufnahmen, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht, nicht ausblenden kann. Wenn ihr es nicht sehen solltet, dann alles wunderbar, dann bin ich nur zu betrunken, um das irgendwie zu checken. Falls doch, beim nächsten Mal. Oh, scheiße, was ist hier los? Was ist hier los? Ich hab noch nicht mal eine Maus in der Hand, ey. Mann. Mann, jetzt muss ich direkt ins Spiel stürzen. Was habe ich hier gemacht? Warum habe ich hier an so einer bescheuerten Stelle aufgehört? War ich da betrunken oder was? Vermutlich. Boah, ich bin aber hier auch in der Gegend, ey. Kann mich vielleicht mal irgendjemand in Ruhe lassen? Boah! Also vermutlich gehe ich jetzt hier drauf. Weil ich gerade noch nicht irgendwie... Oh, das sage ich noch. Ich bin nicht fit, ey. Und dann kommt sowas. So, ich muss jetzt erstmal irgendwo ein bisschen hinfliehen, wo ich mich ein bisschen... drauf konzentrieren könnte, was ich hier mache. Und vermutlich werde ich jetzt sterben. Bitte warten Sie, wie ich jetzt sterben werde. Was das? Reagieren die nicht mehr da unten? Oh Gott, Mann, was eine Folge! Du, da willst du nur mal eben zwischendurch so ein bisschen noch was spielen, damit die Leute auch morgen nicht meckern, dass ich keine Elder Scrolls Online-Folge habe. Wegen Geburtstag und so. Und, denkst du, mach sie mal eben an, da wollen wir hin. Und, ja, und dann sowas. Kommst du online, direkt sowas. Und ich wollte eigentlich ein bisschen was noch dazu erzählen, dass man die Grafik noch mal ein bisschen mehr pimpen kann, als wie es bei mir jetzt schon der Fall ist. Und dass man... und was man dafür machen muss und so, das werde ich aber dann, glaube ich, mal doch in einem anderen Video irgendwie anführen und erzählen. Da steckt einer an der Wand. Eine Zahnbrecherhexe. Nein, ich weiß, es war ein Zahnbrecherhexer. Schon gut. Wieso sind hier heute nicht so viele Leute? Beim letzten Mal, wo wir da hier waren, waren hier doch total viele. Komm her, du. Mann, ich wollte mich gar nicht mehr mit denen streiten. Ich wollte einfach so ein bisschen spielen. Ich habe gedacht, wir machen das hier mal fertig und hier schön. Oh, irgendjemand hat auch geschrieben, du kannst auf automatisch alles auswählen gehen. Ja, aber das... ist mir auch immer blöd, weil die halt so viel Schrottzeug dabei haben, was man ganz oft gerne gar nicht braucht und so. Mach ich drei Stück fertig? Was meint ihr? Wenn nicht, finde ich das heute nicht... Ah, ja toll, komm ruhig noch hier so hoch. Okay, hier noch einer, hier oben, okay. Hey, wieso lebst du noch? So. Was ein schlechter Kampf. Wenigstens alle tot. So, ich bin heute total verwirrt. Ich entschuldigt das bitte, das könnt ihr darauf dann zurückführen. Oh, ein Fackelkäferchen. Das könnt ihr dann darauf zurückführen, dass ich gestern furchtbar betrunken war und irgendwie zwei Tage hintereinander meinen Geburtstag gefeiert habe und das halt ein bisschen an meiner Kondition gezerrt hat und das auch ein bisschen die Aufmerksamkeit des Let's Plays beeinflusst. Wenn ihr auf Ruhe krächzt, werde ich euch mit Pfeilen durchbohren. Okay, Pirondil, ich bin wieder da. Gut, ihr seid hier. Ich habe diesen kleinen Fiesling beim Spionieren erwischt. Ich wollte ihn gerade von seinem Elend erlösen. Halt! Dieser Goblin hat mich angewiesen, einen Kontrakt zu finden. Ihr werdet euch das hier ansehen wollen. Lasst mich einmal sehen. Das ergibt doch keinen Sinn. Ich kann mir kein Gericht der Welt vorstellen, das das hier ernst nehmen würde. Der Wortlaut ist nicht einmal zugunsten der Goblins gewählt. Meinen Sie, Sie könnten sich damit irgendeine Art von Status erkaufen? Die Goblins wissen das wahrscheinlich nicht und haben überhaupt keine Ahnung. Aber täuscht euch da bloß nicht. Sie sind immer noch Goblins. Wenn wir diese Allianz hier und jetzt zerschlagen könnten, würde uns das trotzdem einigen Ärger ersparen.
So, jetzt seht ihr das ja hier. Ich weiß nicht, habe ich das schon mal jemals erwähnt oder wusstet ihr das? Die Antworten, die hier rund unterlegt sind, die lassen sich dann nicht mehr rückgängig machen quasi. Wir haben jetzt die Option, vielleicht kann man mit dem Häuptling reden. Bis hier kann ihn wissen lassen, dass ich in Frieden komme. Oder? Eine Verhandlung wäre der Mühe nicht wert. Ich töte den Goblin-Häuptling und zerstreue den Stamm. Danach kümmere ich mich um Nelanja. Und ich bin ja immer der Friedliche, ich bin ja immer der Nette, ich bin ein Waldelf, ich bin ja so ein friedlicher Typ. Bin ja nicht als Drachenkrieger und Nordtier. Sehr edelmütig von euch. Ich weiß. Ich lasse euch dann mal an die Arbeit und gehe hoch, um nachzusehen, ob das Signalfeuer schon für Verstärkung gesorgt hat. Ja. Zerschlagt diese Allianz und sucht nach dieser Nelanja. Seht mal, ob sie gerne mit scharfen Gegenständen bedroht wird. Ihr redet irgendwie so gelangweilt, aber ich treffe euch am Eingang, sobald ich die Lage geklärt habe. Ich sag dem Häuptling, ihr wollt sprechen. Das ist doch viel lustiger, wenn ich hinter dem hergehe, als wenn ich jetzt hier alle töte, oder meine ich das nur? So, Versteck des Häuptlings öffnen. Vermutlich gehe ich jetzt drauf und jeder sagt, Sirius, du fucking Idiot. Häuptling Kot. Das ist ja wieder super. Wer hat sich denn bitte schön einfallen lassen, dass der Häuptling in dem Spiel Kot heißt? Wie sagt, ihr wollt reden? Redet! Ihr müsst der Kot sein, der Häuptling des Zahnbrecherstamms. Kot ist Kot. Könnte sagen, du wollen sprechen mit Kot. Du sprechen. Das haben sie nur gut gedreht, dass sie ihn hier Kot genannt haben. Der Kontrakt, den Nelanja mit eurem Volk eingegangen ist, beruht auf einer Lüge. Alle Elfen lügen. Tricks. Elfen meinte, da wäre Trick, aber sie auch lügen. Warum dir nun trauen? Weil ich mich zum Reden anstatt zum Kämpfen entschlossen habe und eure Leben verschonen kann. Genug von Elfenworten, alles Lügen. Von dir nichts wollen, nur Ruhe haben wollen. Hier, Schlüssel zur Elfenhöhle. Du sie töten oder sie nicht töten, wie du wollen. Gott ist fertig mit Sauerei. Dankeschön. So, was hier mit Biss oder was? So, geht's hin? Gibt's hier noch irgendwas ganz Tolles zu finden oder so? Oder einfach da raus? Was meint ihr? Ich guck mal, oder? Ich guck nur mal so. Hier ist das irgendwie so ein Fake-Tunnel. Komm, wir machen da hinten noch so einen Tunnel hin, damit irgendein Let's Play-Arschloch da reinrennt und überhaupt nichts findet und dann nicht weiß, wie er das rechtfertigen soll, dass er da reingerannt ist. Aber der super Let's Play-Idiot rennt auch noch zur anderen Seite in den anderen Tunnel und kommt sich dann noch wesentlich bescheuerter vor, stellt er gerade fest. So. Zack. Ach, da machst du was mit. So. So, so, so. Wo ist denn jetzt überhaupt, wo müssen wir überhaupt hin? What? Bin ich jetzt zu weit? Nö. Hä? Stellt die Lanja. Verlass die Rinne. Da war doch gar kein. Da war doch gar kein Weg. Doch, da war doch ein Weg. Oh Mann, oh Mann. Böser Fackelkäfer! Piu, piu! Boah, wie geil der Bogen aussieht, oder? Ich kill mal eben noch ein paar, weil ich's kann. Dann lass mal immer den Hund, das Hundvieh weg hier, Alter. Och, der fiebt so arm, der Süße hier. Es sind aber ein paar hässliche Viecher. Mann, du, kann mal irgendjemand das bitte alles so per Mod in Skyrim schaffen, dann spiele ich das, spiele ich auch wieder Skyrim. Nelanjas Rückzug kommt aber jetzt. So, einmal umgeguckt. Wieso wird der Fackelkäfer eigentlich als Feind angezeigt mit so einer Lebensenergie? Piu. Ein Glück, dass es auch unendlich viele Pfeile gibt. Jetzt stellt euch mal vor, das wäre begrenzt. Wartet. Ich will nicht kämpfen. Lasst uns reden. Ich bin genau auf Brusthöhe. Ich rede also mit deinen Brüsten. Hört mich an. Ich habe nicht den Wunsch, euch heute zu bekämpfen. Ihr müsst Nelanja sein. Ist das ein Trick, wie bei den Goblins? Nein, kein Trick. Ihr habt euch auf dem Weg hierher an allen Goblins vorbeigeschlichen oder sie abgeschlachtet. Daher mache ich mir keine Illusionen darüber, wie ein Kampf gegen euch für mich ausgehen würde. Lasst uns das lieber ausdiskutieren. Natürlich nur, wenn ihr euch zügeln könnt. Kennt ihr das? Das sind so...
Da kommen sie irgendwie zu einer Frau mit einer klaren Absicht und die sagt, die will nur reden. Das ist doch, das will man doch nicht, oder? Ich höre ihr erstmal zu. Ich bin ja, ihr wisst ja, Waldelf, Guter und so. Mann, Mann, Mann. Also das nächste Let's Play, Ork, Drachen, Krieger, Schlitzer, Schlachter, irgendwas. Wie zuvorkommend von euch. Meine Bedingungen sind ganz einfach. Im Austausch für mein Leben werde ich aus dieser Höhle verschwinden und die Goblins dem Schicksal überlassen, das ihr und eure Kameraden vom Dominion ihnen zugedacht habt. Ihr könnt euch sogar sämtliche Beute schnappen, die ihr findet. Warum habt ihr diese Goblins getäuscht? Weil sie sich so leicht aufs Kreuz legen ließen. Weite Teile des Schleiererbes meinen, wir wären bereits auf der Verliererstraße. Es war leicht, die Goblins gegen ihre ehemaligen Meister aufzuhetzen. Wir sind bereit, jedes Mittel einzusetzen, um unseren Kampf auf Augenhöhe führen zu können. Und ihr glaubt, dass ich euch trotz allem verschonen soll? Was bringt es denn, für so etwas zu sterben? Gegen euch mache ich wahrscheinlich keinen Stich. Und die Zahnbrecher sind nicht so nützlich, wie ich dachte. Es bringt also nichts, diese Scharade aufrecht zu erhalten. Alte, hier und jetzt stirbst du. Wartet, ich... Was denn, das war's? Und das dann noch hier mit so einem Scheißvieh im Bild, weil hier so ein paar blöde andere Penner da sind, ey. Der ist doch schon tot. Wer bist du denn? Ach Gott, oh Gott. Ich hab gedacht, jetzt kommt hier mal noch so ein Epic Battle, Epic Fight, Epic irgendwas. Und dann sowas. Rang 3 bei Alchemie erreicht. Endlich. Das ist ja genau das, was ich haben wollte. Alchemie. Endlich mal ein Süppchen kochen oder so. Von hinten die Kommode durchsuchen. Hätte ich sie leben lassen sollen? Das war ja doof, oder? Und alle anderen sind schon wieder weg. Das ist immer, ich glaube, ich bin ja echt immer der Einzige, der wirklich sich mal umguckt, oder? Da noch. Koga. Knochen. Ja, super. Ein Kumpel von mir, der schon länger solche Spiele spielt, der sagt, ja, ey, Alter, so die Quest, ey, da wird nur durchgerannt. Das interessiert doch gar nicht, was er sagt. Fall wird angezeigt, nur klicken, 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 weiter, 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 klicken, 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 klicken. Und das ist überhaupt nicht meins. Also für mich ist das immer noch Story, also deshalb ist es auch... Was war denn das? Oh, ich bin in eine Bärenfalle getreten, ich Idiot. Ey, ich bin der Typ, der euch hier den Arsch gerettet hat, du blöder Scheißmänner, ey. Das ist unhöfliches Volk, ey. Ich sollte bei den zaubernden Goblins, sollte ich mehr Giftpfeil ansetzen, damit der auflevelt, oder? Besteht's überhaupt über meinen Charakter? Da haben wir schon ganz lange nicht mehr geguckt, oder? Ich habe einen Fertigkeitspunkt. Soll ich mal Assassinenklinge ausrüsten, dass wenn ich demnächst auf die zweite Waffe schalte, das schon so ein bisschen habe? Verschleierter Schlag. Auslauken. Oh, wir können... Ah, nee, wir wollen ja verkrüppeln, spielen wir. Qualen, ja... Ja, ups. Qual nutze ich eigentlich gar nicht, ne? Habe ich auch schon lange nicht mehr ausgerüstet gehabt. Pfeilsalve benutze ich auch nicht. Fallfächer benutze ich auch nicht. Fernschuss kann ich noch nicht. Zielgenauigkeit, Waldläufe 1 von 2. Was können wir hier? Wird die Chance auch keine Waschung? Das ist, glaube ich, auch ganz gut, oder? Sollen wir das einfach ausrüsten? Wollt ihr das? Mir ist das eigentlich fuck egal. Leisetreter, verringert jedes Stück getragener Mittlerne. Ah, wir machen Leisetreter. Boah, bin ich freaky lautlos unterwegs, oder? Wollen wir den Punkt auch noch hier wegknallen, oder was? Die hasst das ja mal alle so, oder? Magika. Nein, Sirius! Skill-Leben, Skill-Leben, Sirius. Nee, der Sirius skillt überhaupt kein Leben. Der Sirius sagt... was weiß ich. Sirius sagt, Leben ist ihm fuck egal. Ich sterb eh nicht. Vor allem, wenn die Viecher nicht reagieren. Ist der Server abgeschmiert, oder was? Willst du kämpfen? Kämpfen? Nö. Hm, warum wollte das Vieh nicht kämpfen? Hallo, guten Tag. Die wohnen anscheinend in Zelten. Mach doch nicht so einen Wirbel. Ich hab den gekillt hier mit einem Fallschuss. Ja, guckst du, oder? Sowas kann nur ich. Ja, ja, ja. So, lauf ich wieder falsch eigentlich? Nö, ich bin vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Dann wollen wir mal gucken, dass wir die Quest zu Ende bringen. Und dann werde ich mich vermutlich schlafen legen. Und ja. Oh, hier ist auch schon voll die Mega-Party. Hallo. Mega-Party. Pyrondil.
Endlich Verstärkung! Wie ging es euch? Nelania ist tot und ehrlich gesagt habe ich nicht mal mitgekriegt, wie, weil irgendwelche blöden anderen Scheißspieler reinkamen und mir so ein Drachenarsch im Gesicht rumhing und der Handel mit dem Zahnbrecherstamm ist auf jeden Fall hinfällig. Hervorragende Arbeit. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Da die Verstärkung nun hier ist, können wir uns so friedlich wie möglich um die Goblins kümmern. Das hat natürlich seine Grenzen, aber ihre Bereitschaft, sich aus den Kämpfen herauszuhalten, könnte sie alle retten. Ey, Alter, du gibst mir eine mitgenommene Bärenfalle dafür? Boah, hat der den Arsch auf, ey. Unglaublich, was soll ich denn mit einer mitgenommenen Bärenfalle, bitteschön? Eine Trophäe, Rang 17 bei mittlerer Rüstung erreicht. Naja, immerhin etwas, ein bisschen aufgeskillt. Puh, da habe ich jetzt ehrlich gesagt, da passiert heute mehr. Naja, haben wir das wenigstens noch aufgenommen, oder? Ja, dieses Wochenende habe ich echt wenig YouTube gemacht, wen das interessieren sollte, abseits des Elder Scrolls Online. Also ich habe halt so ein paar, was ich immer so aufnehme vor der Kamera, aber ich habe echt schon wieder tagelang nicht gespielt. Ich habe die letzten Tage echt wenig Gaming betrieben und ich muss mir so langsam mal Gedanken machen, wann ich mal wieder Let's Plays aufnehme. Das wird ja in Zukunft auch ein bisschen enger werden. Wir haben noch Zeit bis zum 25., wenn Watch Dogs erscheint und dann erscheint ja, glaube ich, so fast gleichzeitig auch Wolfenstein, was mich interessieren wird und Mann, wann soll ich 100 Folgen bis dahin noch aufnehmen, dass wir auf jeden Fall 100 Folgen Elder Scrolls Online aufgenommen bekommen. Und dann ist es vielleicht auch so für den einen oder anderen interessanter, wenn ich doch nur das ein oder andere Tutorial zu diesem Thema hier aufnehmen würde. Also was ein bisschen allgemeingültiger ist und nicht nur sich darum dreht, dass man mir folgt, weil ich ein bekloppter Let's Player bin. Spricht mit Gilan da draußen. Was? Okay, einfach geradeaus. Wollen wir es noch machen? Ja, oder? Passt euch das noch oder habt ihr schon was anderes vor? Wollte schon abschalten. Ah, schnell weg hier. Schnell weg! So, wo ist der Vogel? Der das hier, der hier sogar da auftaucht? Der sich hier so versteckt hat, oder? Ey, lass mal den fucking Bär in Ruhe. Hat doch gar nichts gemacht, der Bär. Warum haben wir denn jetzt den Bär getötet, du Pflaume? Hier war doch gar nichts. Seht ihr den Typ, mit dem wir sprechen sollen? Ah ja, da hinten. Da hier so lustig hüpfende andere... Naja, komm. Geht mir mal... Ich will euch nicht mit dem Bild haben. Ich stelle mich so hier hin, okay? Darf ich mich mal... Geht ihr mal weg? Ich bin Let's Player. Khajiit hat gewartet. Habt ihr die Waffen? Ich habe sie. Und ich habe eure Bezahlung. Jilandar versteckt immer etwas am Boden des Bootes. Die Goblins haben es zum Glück übersehen. Eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Und danke, dass ihr Khajiit gerettet habt. Kein Problem, her mit der Kohle. Tadam, abgeschlossen, gut bewaffnete Wilde. So, meine Freunde, das war's aber dann jetzt endgültig. Wir haben die Zahnbrecherinne hinter uns gelassen. Und ihr im habt nächsten... also die Königin gerettet, hm? Ja. Ihr seht mir gar nicht so besonders aus. Fuck you! Penner. So, und in der nächsten Folge geht's natürlich dann phänomenal weiter. Im Journal haben wir wie immer keine Quest. Und ich werde aber hier ein bisschen, ich werde noch Himmelscherben einsammeln gehen. Da haben wir hier noch was und da noch was und hier noch was und da noch was und überall noch was. Bücher habe ich ausgeblendet im Moment auf der Karte. Aber ich glaube, ich werde in den nächsten Folgen hier 1, 2, wollen wir noch welche? 3, 4, 5, 6 Himmelscherben noch einsammeln gehen. Und ich glaube, das wird sich auf jeden Fall ja dann doch ganz gut machen. Und ja, schauen wir mal, wie das so laufen wird. Ich hoffe, ihr habt da noch ein ganz klein bisschen Bock drauf. Mein Name war immer noch Sirius. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und haut rein.